Ja, aber was kommt da noch? In Tschechien fällt ja an diesem Wochenende fast 10-mal so viel Regen wie sonst im ganzen September. Andreas Wagner in unserem Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main. Wie sieht es denn hierzulande aus? Mit welchen Regenmengen rechnet ihr denn für Deutschland und wo wird es besonders schlimm? Nachgelassen. In Teilen Sachsens und auch im Norden Bayerns gibt es kaum noch Regentropfen. Der Regen zieht sich jetzt vorübergehend an den Alpenrand zurück. Dann gibt es eine größere Pause. Aber morgen kommt dann ein neues, größeres Regengebiet. Und das bringt dann nochmal sehr viel Regen. Wir haben jetzt bereits in den vergangenen 48 Stunden vom Wettersteingebirge bis zum Berchtesgadener Land 100 bis 164 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gehabt. Das ist in etwa ein ganzes Monatssoll für den September, das dort in den Bergen üblich ist. Aber jetzt kommt noch mal Regen dazu. In der Summe bis Dienstag sind es dann noch mal 100 bis 150 Liter, die obendrauf kommen. Aber zum Glück, die Schneefallgrenze liegt relativ niedrig. Ein Teil des Niederschlags kommt gar nicht zum Abfluss. Das bleibt oben in den Bergen liegen. Über die Lage in den Alpen sprechen wir gleich noch. Aber erst mal diese Regenmengen, über die wir gerade gesprochen haben, die sind ja das eine. Aber dazu kommen dann noch die Wassermassen aus Tschechien. Wie schwer könnten denn die Hochwasser ausfallen, auch mit Blick jetzt eben auf die eingestürzte Karola-Brücke, die wir gerade gesehen haben? Ja, wir müssen das nur abwarten, weil noch die Wetterlage sehr instabil ist. Es kommt ganz genau darauf an, wie jetzt diese einzelnen Regenpakete sich im Riesengebirge verteilen oder eben auch in Tschechien gegen den Bayerischen Wald und Böhmerwald stoßen und wie diese einzelnen Zuflüsse, Tschechien ist ja sehr groß, da gibt es die Moldau, die kommt ganz weit aus dem Süden, die Elbzuflüsse, die kommen oben aus dem Riesengebirge und dann wird sich zeigen, in welchem Timing diese einzelnen Hochwasserwellen sich in der Elbe vereinigen. Derzeit sieht es so aus, dass dann in Dresden am Sonntagmorgen die Alarmstufe 1 überschritten wird, das ist ein Pegelstand von über 400 Zentimetern. Am Sonntagabend haben wir dann schon die Meldestufe 2, das ist dann über 500 Zentimetern. Und das Landeshochwasserzentrum Sachsen geht derzeit davon aus, dass der Pegelstand dann am Montag oder Dienstag so zwischen 5 und 6 Metern liegen wird. Aber es kommt darauf an, wie sich diese einzelnen Hochwasserwellen aus Tschechien dann in Deutschland vereinen. Es gibt ja schon Stimmen, die vergleichen das mit dem Oder-Hochwasser von 97. Ist denn da was dran? In einigen Flussabschnitten an der oberen Oder, da hat es schon Rekordpegelstände gegeben. Das sind aber diese, die direkt aus dem Bergland heraus runterschießen. Und dort gibt es schon jetzt Rekordpegelstände. Aber im weiteren Oder-Einzugsgebiet, was aus dem östlichen Polen kommt, da ist kaum Regen gefallen. Und dort sind die Zuflussmengen in die Oder nicht so groß. Und jetzt heißt es abwarten, wie sich diese einzelnen Hochwasserwellen auch aus dem Riesengebirge und aus dem östlichen Teil Polens dann in Frankfurt-Oder treffen werden. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass wir zum Beispiel in Frankfurt-Oder einen neuen Rekordpegel kriegen. Aber die Lage bleibt angespannt und wir müssen die Lage weiter beobachten. Und wer vom Hochwasser betroffen ist, sollte sich über die üblichen Informationsquellen informieren. Hochwasserzentralen.de ist zum Beispiel eine sehr gute Adresse, wo man sich das alles kompakt anschauen kann. Und dann geben es dir auch die Videotexttafeln in den einzelnen Regionalsendern, Mitteldeutscher Rundfunk oder Bayerischer Rundfunk. Da gibt es auch die Hochwasserstände rund um die Uhr. Wir haben ja Österreich bzw. die Alpenregion gerade schon angesprochen. Dort wird ja neben Regen auch Schnee zum Problem im September wohlgemerkt. Ist denn das ein ganz besonderes Phänomen oder vielleicht schon Teil des Klimawandels? Nein, Schnee ist in einem jeden guten September möglich. Momentan liegen auf der Zugspitze schon 90 Zentimeter, aber das ist noch längst nicht der Rekord. Der Rekord für September auf der Zugspitze war im Jahr 1912. Damals lagen 325 Zentimeter, also über 3 Meter Schnee auf der Zugspitze. Also Schnee ist ganz üblich zu dieser Jahreszeit und hilft auch eigentlich, dass nicht so viel Wasser direkt zum Abfluss kommt. Ein Teil wird eben als Schnee gebunden und taut erst später ab. Allerdings hat der Klimawandel insofern damit zu tun, dass denn eben diese Wetterlagen, die wir derzeit haben, sich kaum noch von der Stelle bewegen. Es bleibt halt immer an Ort und Stelle so ein Tiefdruckgebiet liegen. Und das bringt dann diese verheerenden Hochwasser. Andreas Wagner, ganz herzlichen Dank nach Frankfurt am Main.